deutsche Marine im Einsatz. Doch der Ernstfall ist nur eine Probe. Trainiert wird bei steifer Brise in der Lübecker Bucht. Mit NATO-Partnern im Verband befinden sich die deutschen Soldaten in ständiger Bereitschaft. Auf dem Lehrplan terroristische Angriffe. Wir müssen jetzt eine schnelle Entscheidung treffen, so wie es im echten Leben ja auch wäre. Hier geht es um Menschenleben, das muss rasend schnell abgearbeitet werden. Auf den Schiffen Bedrohung durch Feuer. Die Spezialisten für Schiffssicherung müssen auf alles gefasst sein. Wir haben eine völlig unklare Situation. Wir haben Feuer, wir haben Vermisste, wir haben Verletzte. Die Notfallszenarien wirken beunruhigend real. Ein Brand an Bord ist besonders gefährlich. Mayday, Mayday, Mayday. Auch bei simulierten Schiffsunglücken kommt es auf jede Sekunde an. Militärische und Zivilkräfte aus verschiedenen Nationen müssen kooperieren lernen. Glücklicherweise gibt es derzeit kein aktives Szenario, wo man uns braucht. Deswegen üben wir hier. Und das machen wir halt so lange, bis die NATO entscheidet, dass wir gebraucht werden. Die Mannschaften sind tagelang im Manöver. Immer unter den wachsamen Augen ihrer Ausbilder. Konzentration unter Stress. Üben für den echten Einsatz. Neustadt in Holstein am frühen Morgen. Das Marineschiff Jüst ist klar zum Ablegen. Normalerweise dient die Jüst als Taucherschulboot. Doch an diesem Tag wartet eine besondere Aufgabe. Der kleine Militärhafen gehört zum Einsatzausbildungszentrum Schadensabwehr der deutschen Marine. Die Jüst hat Order, an einem NATO-Manöver in der Ostsee teilzunehmen. In der Lübecker Bucht soll der betagte Kahn einen zivilen Frachter in Seenot spielen. Einen wunderschönen guten Morgen, das Marinefahrzeug Jüst, Delta Romeo November Mike. Von 8 Uhr bis gegen 12 Uhr heute Mittag findet mit dem NATO-Verband aus Neustadt kommend eine Großübung im Raum der Neustädter Bucht statt. Jüst, habe ich mit, gute Verrichtung. Jo, und wenn wir fertig sind, melde ich uns ab. Danke sehr. Jo, vielen Dank im Voraus. Neben der Besatzung mit an Bord sind einige Ausbilder der Marine. Kapitänleutnant Rüdiger Grimm ist seit 20 Jahren Ausbilder bei der Flotte. Er soll die Marinesoldaten beobachten und das Krisenmanagement beurteilen. Hier auf dem Taucherschulboot Jüst spielen wir die Lage, dass er ein Handelsschiff darstellt, nämlich die Guli. Und wir hatten eine Explosion an Bord in der Kombüse, in der Küche. Wir haben eine völlig unklare Situation. Die Mannschaft hier ist nicht in der Lage, sich selber zu helfen. Wir haben Feuer, wir haben Vermisste, wir haben Verletzte. Augen zu Luft an. Einsatz der Theaterschminke. Das Szenario muss so realistisch wie möglich wirken. Denn die Rettungskräfte sollen sich mit solchen Übungen auf den Ernstfall vorbereiten. Vermeintlich lebensgefährliche Wunden inklusive. Dafür muss manches Opfer gebracht werden. Wieder Augen zu Luft anhalten. Hast du? Mayday, Mayday, Mayday. This is RMS Guli. RMS Guli. Hier spricht die RMS Guli. Explosion an Bord. Mehrere Verletzte und Vermisste. Wir brauchen sofort Hilfe. Immediately. Mayday, Mayday. Das ist eine Übung. Einige Seemeilen entfernt bewegt sich das polnische Marineschiff Kontradmiral Ksawery Czernicki. Der Notruf wird erhört. Hier ist die Czernicki. Ich habe ihre Notrufe empfangen. Was für ein Unfall hat sich ereignet? Eine Explosion. Was für eine Explosion? Ich weiß es nicht. Es brennt an Bord. Wie ist die Lage? Brennt es noch? Ja, wir haben immer noch Feuer. Die Situation ist vollkommen unklar und wir können den Brand nicht löschen. Roger.
Die bereiten jetzt diese Lage, diese Informationen auf und werden uns jetzt in den nächsten 15, 20 Minuten, denke ich, ein sogenanntes Fact-Finding-Team schicken. Das heißt, es kommt ein Techniker, ein Nautiker und ein Mediziner wahrscheinlich, die hier erstmal zusammen mit der noch bestehenden Besatzung eine Lagebeurteilung durchführen werden. Und dann sehen wir weiter. Ein wichtiges Ziel des NATO-Manövers ist die reibungslose Zusammenarbeit verschiedener Nationen. Von der Tschernitzki aus startet ein Fact-Finding-Team in Richtung des vermeintlichen Havaristen, wo die Experten bereits erwartet werden. Doch überraschend ändert das Schlauchboot plötzlich seinen Kurs und dreht ab. Die Besatzung der Jüst ist irritiert. Das ist ja das Schöne an so einer echten Live-Übung. Manchmal passieren Sachen, die man so nicht geplant hat, weil der andere eben nicht so reagiert, wie man es erwartet. Da geht's los. Au Jüst hört. A.O. Jüst, A.O. Jüst von A.O. Weilheim. Der A.O. Jüst hört. Speedboot ist jetzt links seit Weilheim, wird beladen. Ja, das ist verstanden. Von wem ist das Speedboot? Von Tschernitzki. Ja, das ist verstanden. Damit ist die Lage geklärt. Wir wissen, das Speedboot ist von der Tschernitzki zu Weilheim geschickt worden. Holt jetzt das Personal ab und bringt es hierher. Die deutsch-polnische Einheit trifft mit leichter Verzögerung ein und hat sofort mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Von der Weinheim, hallo. I'm the master of the vessel. Hallo. Hallo. Excuse me, do you have a boatsman to put the anchor on the ground? Tam można bezpiecznie przejść? Nie. To cały na pomarańczowie to jest strefa zadymienia. Tam tylko strażacy wchodzą i poszukują wszystkich rannych. Poszukują rannych? Tak. Yes, wo haben wir den Schiffsplan? Den Schiffsplan? Yeah. That's not there for me. When the fire plan is yeah. Acting the door. Yeah. But near the door, so yeah, exactly here, here when you come in here, there's a Schiffsplan. Das Schiff hat gemeldet, dass sie eine Explosion hatten auf der Backbordseite. Das ist hier die Kombüse. Da haben wir ein Feuer initiiert. Mit dem Feuer hat sich Rauch im ganzen Boot ausgebreitet. Eine sogenannte Rauchgrenze wurde hier gezogen. Das ist die gesamte Aufbau hier vorne, das ist alles voller Rauch. Im Rauch selbst drin haben wir drei Verletzte positioniert. Das wurde dem Fact-Finding-Team gerade dargestellt. Deren Aufgabe ist jetzt, möglichst schnell die Verletzten rauszuholen, weil Rauch ist tödlich, ist giftig. Das ist jetzt deren höchste Dringlichkeit. Wir befinden uns ja im Frieden, in einem Friedensszenario. Da ist immer das Menschenleben vorrangig zu behandeln und zu betrachten. Deswegen ist das gerade deren größte Sorge, dass wir jetzt die Leute da rauskriegen. Ne? Die Ausbilder lassen ihre Schützlinge bewusst im Nebel stochern. Einen Brand auf See zu löschen, stellt die Besatzung eines Schiffes häufig vor ungeahnte Schwierigkeiten. Problematisch sind nicht nur Rauch und giftige Gase. Beengte Räume, schwierige Orientierung und mangelhafte Logistik können das Wasserfahrzeug zur tödlichen Falle werden lassen. Sie suchen den Eingang aufs obere Deck, ja? Okay, ich gehe runter. Gut, wir vermissen sieben Leute. Die Bestandsaufnahme des Fact-Finding-Teams, Chaos an Bord. Man braucht Hilfe, dringend. Wir brauchen mehr Leute, um das Boot zu durchsuchen. Und für die Verletzten. Im Hafen in Neustadt beginnt jetzt ein Wettlauf gegen die Zeit. Eine Sondereinheit der Hamburger Feuerwehr trifft ein. Die Spezialeinsatzgruppe Schiffssicherung, kurz SEGS. Normalerweise würden die Männer sich mit einem Helikopter auf die offene See fliegen lassen.
Wegen der extremen Wetterverhältnisse muss aber improvisiert werden. Der Rettungsflug fällt aus. Mit einem kleinen Schlepper soll es zum Havaristen gehen, auf dem die Männer gebraucht werden. Wünscht irgendjemand, dass wir im Überlebensanzug fahren und übersteigen? Außer Akademiker. Ja. Ich bin abgeschrieben. Ist verkauft, das gut. Ding. Westen und fertig. Dann auf jeden Fall aus dem Satz mit dem Überlebensanzug jeder die Weste raus, weil wir definitiv mit Weste übersteigen. Ja. Gut. Mann. Und dann nochmal der Hinweis, könnte glatt sein. Der Spezialtrupp ist für den Einsatz auf hoher See qualifiziert. Und auch wenn es sich nur um eine Übung handelt, ein Unfall auf dem Meer ist immer wieder eine besondere Herausforderung für die norddeutschen Retter. Erst kurz vor dem Ziel klärt sich die Situation. Das ist der Havarist, Feuer an Steuerbord, 7 Leute vermisst. Search Team wird gesucht und Fire Brigade und danach dann eben Medical Equipment. Und wie kommen wir jetzt darüber? Das kläre ich jetzt ab, weil die haben immediately unsere Hilfe angefordert. Und das Schiff soll eine sichere Plattform sein. Ja. Das heißt, mein Vorschlag wäre gegenüber der Chernitzky, dass wir alongside gehen, dass genau. Die uns beim Boarding unterstützen. Wir uns da einen sicheren Platz suchen. Ich Kontakt, wenn er da ist, zum Kommandanten aufnehme. Und wir dann alle weiteren Maßnahmen abstimmen. Manövrierunfähig dümpelt das havarierte Schiff auf der rauen Ostsee. Die Maschine ist still, der Anker ausgeworfen, um nicht weiter abzutreiben. Ich bin der Koordinator. Sind Sie der Arzt? Ich bin der Chef des Lösch- und Rettungsteams. Danke, dass Sie da sind. Das ganze Schiff ist verraucht, außer Brücke und Achtern. Also, wenn wir die 7 Männer suchen wollen, brauchen wir Atemschutzgeräte. Okay. Also, übersteigen mit dem kompletten Equipment. Das Schiff ist komplett verraucht. Unser Sammelplatz zentral ist hier auf dem Achterschiff an Backbordseite. Das heißt hier rüber und Ausrüstung und alles auf Backbordseite. Kurz vor dem Einstieg in das vernebelte Schiff trifft die binationale Truppe allerdings auf logistische Probleme. Wichtige Teile der erforderlichen Ausrüstung fehlen. Wir haben nur Männer und Atemschutzgeräte. Wie viele habt ihr? Wir haben 9 Stück für den gesamten Löschtrupp, kein Problem. Aber wir brauchen den Rest der Ausrüstung. Schläuche, Rohre? Von hier oder von der Chernitzky? Zusatzflaschen, Schläuche? Nur Schläuche und Rohre. Die Schläuche sind hier irgendwo. Feuerwehrleute, die vorgehen, die brauchen ein Feuerlöschgerät zum Eigenschutz. Deswegen musste jetzt erstmal festgelegt werden, ob wir das Gerät von Bord nutzen können. Und vor allen Dingen, ob auch Feuerlöschdruck im System ist. Diese Information musste jetzt fließen, damit die Trupps jetzt schnell vorgehen können und die Verletzten retten können, die im Schiffsinnern vermutet werden.
Das Achterdeck der Jüst wird zum Notlazarett. Zu den verletzten Versorgungsteams gehören auch Hamburger Notärzte und Rettungsassistenten. Das medizinische Personal geht nachher mit auf die Schiffe, weil die nichts haben. 4 zur Czernicki und 3 auf die Weilheim. Wir hatten 7 Vermisste, jetzt sind es 15 mittlerweile hier. Wir sind ausverkauft, ein zweites verletzte Versorgungsteam ist angefordert. Material ist nachgefordert von den anderen, Schiffen. Und wir müssen gucken, wie wir die Patienten jetzt irgendwann an Land bekommen, sobald wir sie stabilisiert haben. Währenddessen scheint das Fact-Finding-Team noch nicht wirklich Herr der Lage zu sein. Die deutschen Marineausbilder sind mit dem Tempo der Rettungsmaßnahmen nicht zufrieden. Sicher ist, es brennt in der Messe und in der Kombüse. Ja, die Chaika trifft bereits die nötigen Vorbereitungen. Diese Information hat der Löschtrupp erhalten. Es ist sicher, dass es hier und hier brennt. Wenn ihr das nicht löscht, wird sich das Feuer ausbreiten. Chaika! Wir erhöhen den Druck ein bisschen. Das Problem ist ja, dass es eine Situation ist, die man so gar nicht kennt. Ja? Die muss jetzt in mehreren Sprachen versuchen, das alles zusammenzukriegen. Ja, das Schiff kann nicht irgendwie mithelfen. Die sprechen Filipino, Indisch, Englisch, irgendwas. Die wissen auch nicht, was los ist. Die Feuerwehr von Hamburg spricht Deutsch. Die Polen Polnisch, Englisch. Und das muss man alles koordinieren. So, wir erhöhen ein bisschen den Druck auf die Planer und auf die das steuern sollen. Damit wir ein bisschen in den Schweiß kommen und schneller Entscheidungen treffen, so wie es im echten Leben ja auch wäre. Hier geht es um Menschenleben, das muss rasend schnell abgearbeitet werden. Es ist ein bisschen aufgrund von Unsicherheit ein bisschen träge und jetzt helfen wir ein bisschen mit und hauen da Gleitmittel rein, wenn Sie so wollen. Ne? Da wird ein bisschen flutscht hier. Der Brandherd liegt in der Schiffsküche. Doch bei der Bekämpfung der virtuellen Feuerquelle darf aus Sicherheitsgründen nur trocken geübt werden. Der Einsatz mit echtem Löschmittel fällt also ins Wasser. Trotzdem muss die Brandbekämpfungseinheit exakt so vorgehen wie bei realen Einsätzen. Das Feuer ist gelöscht, die Übung beendet. Und Ausbilder Wengler macht einen letzten Kontrollgang. An Bord habe ich begrenzte Ressourcen. Ich habe eine bestimmte Anzahl von Flaschen, Atemluftflaschen, ich habe eine bestimmte Anzahl von Leuten. Da muss man deutlich haushalten. Man kann da nicht volle Pulle loslegen und alles nutzen, was man hat. Muss man ein bisschen aufpassen. Ja, und die Situation ist ja nie beherrschbar. Beim Feuer ist es das Problem, dass das irgendwie ausbrechen kann. Und da muss ich immer ein bisschen vorausschauend denken und überlegen, wie mache ich das am besten. Ja, das ist die große Herausforderung bei Schiffsbrandbekämpfung. Für die Männer der SEGS ist Feierabend, vorerst. Resümee eines Trainingseinsatzes. Wir haben 7 Personen gerettet, die auch in Krankenhäuser verbracht werden. Der Plan ist, dass das Schiff hier noch fahrfähig ist und wir nach Neustadt fahren und da das an den Rettungsdienst übergeben. Feuer habt ihr auch ausgemacht, von daher ist unser Einsatz fürs Erste beendet. Ich danke euch. Auf Seiten der NATO-Partner sieht man allerdings noch Optimierungspotenzial. Jetzt denkt man darüber nach, was zu verbessern wäre, was man optimieren könnte nach diesen Übungen. Ich denke, insgesamt war es gut.
Die Zusammenarbeit zwischen den Teams aus Hamburg, von der Weilheim, der Czernicki und der Czajka war wirklich gut. Wir würden gerne noch öfter trainieren. Es gibt noch einiges zu tun, um besser zu werden. Im Marinehafen Neustadt liegt die Weilheim wieder bereit zum Ablegen. Klarschiff für die nächste Übung in norddeutschen Gewässern. Guten Morgen, Besatzung! Morgen, Oberleutnant! Auf geradeaus, Besatzung, grüß euch! So, ein wunderschön, auf ein neues. Ich habe keine Punkte für heute. Lass uns einfach rausfahren und gucken, wie es heute funktioniert. Ich hoffe, besser als gestern vielleicht. Und wir hauen nochmal richtig rein und dann werden wir das auch alles schaffen. Und ich bin gespannt. Punkt, Offiziere. Als wir ausgelaufen sind, werden die Ausgucks verdoppelt und besonders der 8. Ausbereich mit Ferngläsern abgesucht, sodass wir ständig im Bild haben, ob irgendwelche kleineren Fahrzeuge Neustadt verlassen. Gut, dann Besatzungsstillstand. Auf den Tag in deren dreifaches Ockertzen! 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 Auf an die Station, wegtreten! Normalerweise ist die Aufgabe der Weilheim-Besatzung das Suchen und Vernichten von Seeminen. Gemeinsam mit weiteren internationalen Marineschiffen bildet das Minenjagdboot die Standing NATO Mine Countermeasure Group 1, eine von vier ständigen maritimen Einsatzgruppen der NATO. Das Ausbildungsprogramm bei eisiger Kälte dauert 2 Wochen. Auf der Weilheim leisten 42 Soldaten ihren Dienst. Ein Job fürs Vaterland zwischen ständiger Anspannung und grauer Routine. Das Kommando über die Group wechselt jährlich. Die Übung bei Neustadt bestreitet die Weilheim dieses Mal gemeinsam mit den beiden polnischen Marineschiffen Kontradmiral Ksawery Czernicki und Czajka. Danach wird es für einige Monate auf große Manövertour gehen. Ostsee, Nordsee und der nördliche Atlantik stehen auf dem Programm. Die eigentliche Mission: Alte Weltkriegsmunition soll aufgespürt und beseitigt werden. Doch in Zeiten terroristischer Bedrohung und potenzieller Piratenangriffe sollen die NATO-Verbände gerüstet sein. Deshalb konstruieren die Ausbilder Szenarien möglichst nah an aktuellen Gefährdungslagen in der Welt. Wir haben ein vorgegebenes Übungsgebiet. Des Weiteren haben wir im nördlichen Bereich, dort im Uferbereich, nahe der Ortschaft Grömitz, ein fiktives Refugee Camp, also ein Flüchtlingslager, von dem aus mit Beschuss zu rechnen ist. Dieses gilt es halt weiter zu observieren. Unser heutiger Primärauftrag ist halt, Schmuggel zu verhindern und gegebenenfalls Fahrzeuge, die ein- oder ausfahren Richtung Refugee Camp, halt abfragen und die Intention nachfragen. Das fiktive Flüchtlingscamp Tonjinnik könnte jederzeit Ausgangspunkt eines Anschlages auf die Weilheim sein. Ständige Alarmbereitschaft. Wir haben permanent mit einer latenten See- als auch Luftbedrohung zu rechnen. Diese ist vor allem asymmetrisch. Das heißt, irgendwelche Sportboote, Schlauchboote, Cessnas, was Sie sich vorstellen können. Dann schlägt der NATO-Partner Alarm. Gemeldet wird ein Speedboat, das sich dem Verband nähert. Ermeldung von der Czernicki, Air Warning Red, Mine Warning White. Air Warning Red, Mine Warning White. Air Warning Red, Mine Warning White. Besatzung auf, Gefechtsstation, Besatzung auf, Gefechtsstation. Erklären Sie den Weg. Anspannung in der Operationszentrale und der Versuch, den Überblick zu behalten. Wo ist der Flieger? Haben wir den Flieger noch optisch? Hier laufen alle Informationen zusammen. Und hier werden die notwendigen Befehle erteilt. Von Kapitänleutnant Daniel Reuter. Er ist der Kommandant der Weilheim.
Nein, und Czernicki wird mit Raketen beschossen. Die Czernicki wurde bereits mit Raketen beschossen, deswegen verstärkt Ausguck halten Richtung Land. Dort auf Lichtsignale Golf oder Mike. Permanent beobachten die Soldaten das Ufer bei Grömitz. Von dort sollen Raketenangriffe simuliert werden. Mit dem Blinkcode eines versteckten Pkw. Ja, das Auto gibt jetzt Signal Mike mit Scheinwerfer. Dann ist Beschuss für uns, Schutz und Landdeckung. Seht ihr das Ding? Ja. Wieso sagt ihr das nicht? Schutzalarmdeckung auf Go. Auf sowas bescheiden, sagt er nicht weiter. Solange ist der Kommandant, wir haben einen Treffer hingenommen. Top 3 Boot. Erstens MLG, zweitens Raumkontrollstatus. Raumgrenzen gleich Raumgrenzen, wieder voll 5, Bravo 4. Speedboot dreht an mit Lage 0. Befehl MRG ins Ziel. Solange ist der Kommandant, wir haben einen Speedboot im Verband, deswegen Service Warning Red, Service Warning Red. Ungemach droht auch an der zweiten Front. Am Horizont taucht ein möglicherweise bewaffnetes Objekt auf und nimmt Kurs auf den Minenjäger. So, augenscheinlich, das Speedboot hat eines unserer Verbandsschiffe gerade angegriffen, ist jetzt auf dem Weg zu uns. Wir kämpfen ein wenig. Batterieleiter, Backbord SLG, Ziel ist gleich nicht mehr im Schlägerei. Speedboot dreht ein, Backbord knapp. Ja, ich kann hier mit dem Rohr, so jetzt ist er raus. Ich habe ja nur einen Schlenkbereich, hier nach Achtern, hier ist er ja begrenzt. Und jetzt könnte ich ihn halt nicht mehr bekämpfen, weder mit SNG noch mit MG. Der Schnellbootangriff wird von Kollegen der Bundespolizei simuliert. Im Ernstfall wäre eine solche Attacke ein echtes Problem. Als Fliegerfahrschütze kann ich gegen ein Speedboot wie da nicht viel ausrichten. Da kann ich halt lediglich in Deckung gehen und gucken, dass ich halt nicht getroffen werde. Das ist ein Fliegerfaust. Deswegen haben wir haben ja zur Zeit auch Air Warning Red, wie ja gesagt wurde. Deswegen muss ich halt weiter hier oben bleiben. Oder wir drei und halt den Himmel absuchen nach feindlichen Fliegern. Feuer 5, Bravo 4 ist gelöscht! Haben wir ein weiteres Feuer? 6, 4, 2, 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 Die Lage ist, wir wurden beschossen von Land. Wir hatten auch dieses Speedboot an Land. Die haben uns auch getroffen. Wir haben diverse Schäden hingenommen. Es gibt derzeit zwei Feuer an Bord und einen Wassereinbruch, der gerade bekämpft wird. Ansonsten sind wir gerade dabei, die Lage aufrechtzuerhalten. Auch wenn die Gefechtssituation für Stress sorgt, die Marinebrandbekämpfer müssen die Lage unter Kontrolle bekommen. Unter Zeitdruck und den kritischen Blicken der Experten. Fazit der inszenierten Terrorangriffe: 3 Schwerverletzte, die noch direkt an Bord in einer improvisierten Notambulanz medizinisch versorgt werden. Was war die letzte Information? Die Übung ist beendet. Wir können es aufhören. Schluss. Scheiße. Wir haben unseren Auftrag nicht ganz erfüllt. Es ist uns leider nicht gelungen, das zu verhindern, dass der Waffentransporter nach Tonjinnik eingelaufen ist. Aber was wir erfolgreich geschafft haben, ist, die Weilheim hat einen Speedboot-Angriff überstanden. Wir haben diverse Feuer und Schäden erfolgreich beseitigt. Insofern, auch wenn der Auftrag des Verbandes nicht zu 100% erfüllt worden ist, ein erfolgreicher Tag für die Weilheim, wo wieder viel gelernt wurde. Mit neuem Erkenntnisgewinn geht es für die Weilheim zurück in den Hafen des Einsatzausbildungszentrums. Das Minenjagdboot macht am Flaggschiff des NATO-Verbandes fest, der Czernicki. Für erfahrene Seeleute sind das Routinehandgriffe. Doch das Übungsprogramm ist noch nicht vorbei. Als nächstes steht eine Kraftstoffübernahme zwischen den beiden Schiffen an. Dass bei der Betankung ein schweres Unglück eingeplant ist, ahnen die deutschen und polnischen Marinesoldaten noch nicht.
ich bereite gerade unsere Verletzten-Darsteller vor. Wir haben mehrere Verletzte heute, die wir einspielen. Die beiden Herren, die Sie hier sehen, werden an der Kraftstoffübernahmestelle sein und werden aufgrund der Explosion und eines Feuers Verbrennungen erleiden. Das ist das, was ich gerade mit ein bisschen Vaseline und Farbspray darstelle. Die werden starke Schmerzen simulieren und schreien und werden auch husten und brennen in den Augen haben. Und dann werden wir mal sehen, ob die Besatzung schon beim Verlassen des Bootes die Verletzten sieht und mitnimmt oder versorgt oder ob tatsächlich gewartet werden muss, bis dann jemand kommt und sie dann rettet. Die Vorbereitungen zur gespielten Katastrophe wirken so professionell wie in einem Hollywood-Film. Viel Aufwand für ein Rettungstraining. Doch das künstliche Blut fließt nicht ohne Hintergedanken. Wenn man sagt, hier, stell dir vor, der ist verbrannt, dann ist diese Schwelle zum Handeln immer noch ein bisschen zurückgegriffen, also nicht da. Und wenn man sieht, oh, der hat tatsächlich was, reagieren die Leute doch schneller und wissen auch eher, okay, jetzt muss ich das und das machen. Wir hoffen, dass das alles so klappt heute. Die Leute strömen von Bord, es hat eine Explosion stattgefunden, keiner weiß warum. Es kann im Maschinenraum gewesen sein, es kann eine Bombe gewesen sein, keiner weiß. Insofern kommt natürlich auch nochmal zusätzliche Thermik auf und natürlich damit verbunden auch Durcheinander. Soll Petri kurz reingehen? Ja, Petri geht kurz rein. Wir vermissen immer noch drei Personen. Das ist Birr, Thaler und Sandmeister. Ja? B-Deck, C-Deck. Sie gehen Hauptdeck zu dritt, ja, und die Stauung. Genau. Wichtig dabei, es brennt in der 4. 4 ist momentan Raumgrenze, ist Rauchgrenze. Okay? Und los, ich gebe nochmal den Master mit. Ja. Der Suchtrupp ist an Bord. Wir haben 7 Vermisste. Was wir brauchen, ist Wasserdruck von der Chernitzki auf das Achterdeck der Weilheim, sodass wir von dort aus das Feuer im Maschinenraum bekämpfen können. From the Achterdeck to the machine room. Okay? Okay. Die Brandbekämpfer der polnischen Marine geben ihr Bestes. Aber mit der Löschwasserattacke kann lediglich die Außenhaut der Schiffe abgekühlt werden. Zusätzlich wird auch die Spezialeinsatzgruppe Schiffssicherung angefordert. Die SEGS kommt mit schwerem Gerät und ohne konkrete Informationen. Okay, Sie sind der Teamchef? Okay. Genau, hier ist erstmal der Schiffsplan. Was ist passiert? Eine Explosion im Maschinenraum. Ist das Ihr Schiff? Ja, wir sind von der Chernitzki. Wir wissen, dass 4 Männer gefunden wurden, aber 3 sind noch vermisst. Und dann haben wir den Mann da. Ein Soldat im Mast des Flaggschiffes. Offenbar unter Schock. Die Feuerwehrmänner der Marine sind irritiert. Ein Unglück kommt selten allein. Nur mit Spezialausrüstung ist die Rettung möglich. Come on.
Mit Hochdruck arbeiten die internationalen Experten an der Klärung der Verhältnisse. Es gibt ein Problem bei der Zählung der Besatzungen von Czernicki und Weilheim. Wir haben eine ziemlich klare Situation auf dem Boot, was explodiert ist. Wir vermissen da noch eine Person, die wird gesucht. Wir haben eine etwas unklarere Lage auf dem Schiff, was hier an der Pier direkt liegt. Da werden noch zwei Leute vermisst, glaubt man. Das können auch drei sein, da ist noch ein bisschen Erklärungsbedarf im Augenblick. Wir schieben gerade an, dass dieser Erklärungsbedarf jetzt gedeckt wird. Und dann müssen wir ein bisschen intensiver auf die Leute einwirken. Seid ihr fertig? Ganz wohl. Wart nur. Die Feuerwehrmänner entscheiden sich, in gemischten Trupps an Bord zu gehen. Polnisch-deutsche Zusammenarbeit, Militär und zivile Kräfte ziehen an einem Strang. Für die Geretteten wird eine Halle des Ausbildungszentrums kurzerhand zur Notambulanz. Auch hier müssen sich Sanitäter und Ärzte beider Nationen koordinieren und die medizinische Grundversorgung gewährleisten. Behandelt wird nach den Regeln der Triage, also nach der Schwere der Verletzung. Probleme sind einfach, dass wir zu viele Verletzte haben, um die adäquat zu versorgen. Also diese normale Versorgung, wie wir sie auf der Straße machen würden, mit 5 Mann ein Verletzten geht hier einfach nicht. Wir müssen uns hier halt mit 4 Mann, 6 Mann um 8, 9 Verletzte kümmern. Das ist halt das Hauptproblem. Das militärische Rollenspiel hat ein erstes echtes Verletzungsopfer gefordert. Ein polnischer Seemann hängt in den Seilen. Ich bin im Schiff entlang gegangen und in dem Moment habe ich einen falschen Schritt gemacht, bin umgeknickt und mein Knöchel war hinüber. Eine Verstauchung, etwas unglücklich, aber schon okay. Im provisorischen Lazarett geht man davon aus, dass tatsächlich alle Verletzten bereits geborgen sind und beginnt mit dem Abtransport. Doch draußen an den Schiffen bleibt die Lage unübersichtlich. Okay. Immer raus. Okay. Und Czerniki? Okay, von der Czernicki fehlt keiner mehr?
Alle sind im Lazarett. In the medical area, right? Okay, da stimmt irgendwas nicht. Uns fehlt irgendwo eine Person. Irgendwas stimmt zahlenmäßig nicht. Irgendwo hängt eine Person. Ja, richtig. Und die muss auch bei Weilheim hängen. 2 Minuten habe ich wieder einen Trupp und dann wieder. Wir suchen immer noch eine weitere Person. Was ist die? Es sind alle Leute gefunden, es wird nach allen Leuten geguckt, die sind alle versorgt. Die Lage ist grundsätzlich in Ordnung, das wissen die aber noch nicht und deswegen sind alle so aufgeregt. Lassen Sie die Kollegen noch so ein bisschen im Unklaren? Na, selbstverständlich, das macht ja auch Spaß so ein bisschen. Kollegen der Spezialeinsatzgruppe Schiffssicherung nutzen den Feierabend für ein Resümee. Von eurer Seite, kurze Impression, was war gut, was war schlecht, was sollen wir ins Briefing mit reinnehmen? Wir hatten das Problem mit der Zählung, das heißt, 2 leicht Verletzte sind hier durchgelaufen und haben sich nicht als Verletzte zu erkennen gegeben. Dadurch kam es dann wieder in der Rückkopplung, glaube ich, zu dem Problem, dass man drüben noch Verletzte gesucht hat und die eigentlich alle schon hier waren, aber halt so wenig betroffen, dass sie nicht versorgungspflichtig waren. Ansonsten warst du hier vor Ort? Ja, also es war spannend mit den polnischen Kollegen. Das ist ein anderes Sichtungssystem als das, was ich dazu kannte. Aber das war auch mal spannend. Das waren übersichtliche Karten, das war gut durchgezählt alles. Ich fand es eigentlich ganz gut mit ihm. Es hat gut geklappt. Ja, gut, dann vielen Dank erstmal für die konstruktive Kritik und für die Bereitschaft und Teilnahme. Wir sind schon einen guten Heimweg. Bis zum nächsten Mal. Ja, Ende einer langen und anstrengenden Übungseinheit an der Ostsee. Die Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 nimmt Abschied von Neustadt. Neuer Kurs: Nordatlantik.